Bin ich jetzt live? Ich denke schon. Ich hoffe, man sieht mich. Das passt so. Ich sehe mich gerade irgendwie gar nicht. Also, warum beim letzten Stream eine Unterbrechung gab, will ich jetzt erklären. Das lag daran, weil der Stromausfall war. Ja, Kacke. Mitten im Livestream. Aber was soll's. Ich weiß gerade nicht, aber jetzt sieht man mich, okay. Weiß nicht, irgendwie wurde bei mir vorher nicht angezeigt, dass man mich sieht. Oder irgendwas. Aber man sollte mich schon sehen können. Wie man sieht, wenn ich jetzt das Kapitel einfach zu Ende reacten. Kapitel 914, wo ich letztes Mal stehen geblieben bin. Ja. Zu mir werde ich wahrscheinlich nicht mehr kommen, also wird das höchstens 20 Minuten lang gehen. Aber ich will dann schon, dass ich bei den nächsten Livestreams da komplett mehrere Kapitel auf einmal durchmache, damit ich irgendwann mal wieder aktuell bin. Nur habe ich eben die Zeit gerade nicht gehabt. Und ja, jetzt schaue ich das. Wo bin ich stehen geblieben? Ich will genau da wieder reinkommen. Wo war das? Ah ja, da. Okay. Bei der einen Gebäude da, wo ich darüber geredet habe. Das ist halt so ein turmähnliches Tor, wie das aussieht. Und ja, das wird Tori genannt für. Und was wurde da jetzt gesagt? Hinter diesem Tore befindet sich eine Stadt, in der alle Regierungsvertreter residieren. Okay, ja, das Tor ist, weiß nicht, so eine japanische ähnliches Gebäude, kann man das so bezeichnen? Ich denke schon. Moment, ich muss mal kurz schauen. Ja. Okay. Dinge, die sie nicht brauchen, ihr Müll. Was? Und ihr verrottetes Essen, das sie nicht wegwerfen. Das ist es, was wir kaufen und verkaufen, um zu überleben. Okay. Also sie kaufen und verkaufen den Müll, was die da nicht mehr brauchen. Die Regierungsvertreter. Okay. Das ist ja echt armselig. Also deshalb nennt man diesen Ort Stadt der Röste. Ja, klar, dann macht das schon irgendwie Sinn. Weil die nur eben Reste bekommen von den Regierungsleuten. Uns geht es nicht schlecht, immerhin überleben wir hier. Das ist gut. Okay, jetzt wird gerade die eine Frau von einem Faller angegriffen, aber Zoro konnte es abwehren. Wer ist dieser Kerl? Wer war das? Kikiki. Du sprachst abfällig über den Shukun, ist das nicht so? Was höre ich da, Weibstück? Okay, was ist denn das für ein komischer Dude? Mit Fledermausflügeln? Und ein Schweinskörper? Okay. Krankes Tier. Erlöser Division, Fledermaus, Fledermaus mal Nutzer. Okay. Der hat von Fledermaus Smilefrucht gegessen. Wenn man die so nennt. Auf jeden Fall ist das ein Fledermausmann. Okay. Mein Hörvermögen ist sechsmal besser als das gewöhnliche Mensch. Als das gewöhnliche Mensch, okay. Als das eines gewöhnlichen Menschen. Wäre, glaube ich, auch irgendwie grammatikalisch besser. Ich weiß nicht. Und Judge hat schon immer gesagt. Die Erlöser? Was für ein Erlöser? Du konntest uns aus dieser Entfernung hören, ist ja ganz nett, aber deswegen jemanden Lema auslöschen?
Das ist echt. Hättest du sie erwischt, wäre sie jetzt tot. Ja, das ist echt krank. Oh, Zuro, zum Glück geht es dir gut. Ich wollte eigentlich die Stimmen irgendwie auseinanderhalten. Der einzelne Personen, aber. Ja. I'm trying. Wenn sie diese Gedanken für sich behalten und nicht ausgesprochen hätte, müsste ich keinen Finger ran. Aber Meister Orochi ist streng gegen solche aufrührerischen Geplapper. Okay. Ihr geht besser auch, wir sind zurzeit Dieben auf der Spur. Auf der Farm wurde vor ein paar Wochen gestohlen. Das war doch nicht zufällig ihr Ronins, oder? Wer seid ihr? Ihr habt die Pfeile abgewehrt. Moment mal, dich einäugigen Ronin sah ich auf einer der Phantomzeichnungen. Ja. Ich glaube, Zora wird da irgendwie steckbrieflich gesucht. Kann das sein? Weil er irgendwie Ärger gemacht hat. Aber wer seid ihr? Hä? Tama! Was passiert mit Tama? Oh, Tama wird entführt. Aber rette mich, großer Bruder. Oh Gott, das habe ich jetzt verkackt. Ich wollte das so irgendwie weiblicher machen, weil das ja nicht Tama spricht, aber gut. Ho, 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 ich laufe so schnell wie der Wind. 200 Kilometer pro Stunde. Ich wurde entführt. Erlöser Division Gazelle. Was für eine Erlöser Division. Ja. Okay, sorry, tut mir leid, ich muss kurz am Ende schauen. Jetzt haben wir eine Gazelle und eine Fledermaus. Oh, was kommt denn noch? Park Wuff, Wuff, oh. Der Hund. Stimmt auf zur Rettung von Otama. Mann, ist das schnell. Hinterher, Kumaino. Ach, Kumaino heißt der Hund, okay. Jetzt weiß ich es auch. Uff. Die Lady hat ein Schwert gezogen. Gestohlen. Gestohlen, ja, gezogen. Gestohlen hat sie. Ist sie eine Schwertkämpferin? Wäre interessant zu wissen. Okay. Ich hörte, sie sei im Umgang damit geschult, aber selbst konnte ich mich davon nicht überzeugen. Hua. Nimm mich mit. Warte, ich komme auch mit. Sein Arm! Oh Gott. Ja, weiß noch nicht, dass Ralphie ausgemacht besteht. Da kann man schon als Unwissende schockiert sein. Luffy-Taro, Zoro-Juro. Wieso haben Sie das Mädchen mitgenommen? Keine Ahnung, aber wir müssen sie retten. Das muss ich echt noch besser können, aber Gott. Also jetzt sind gerade Okiku mit Zora und Ruffy auf dem Hund und jagen die Gazelle nach, die Otama entführt hat. Kiki Ki. Was sind das für Geräusche? Was machen die da? Also Tiergeräusche und so kann ich nicht wirklich gut nachmachen. Die Entführung war sowas von geplant, ja, sowas. Wir nähern uns dem Regierungsvertreter-District. Dort halten sich drei Headliner auf. Hawkins, Holdem und Speed. Die sind Headliner, okay. Doch dazu 30 Personen in der Nähe, denen mysteriöse künstliche Früchte Kräfte verliehen haben. 30, okay. Ja, Kaido hat sicher noch viel mehr Leute mit künstlicher Früchte. Ein Notizbuch, wer bist du nochmal? Ich bin eine Samurai. Eine Samurai, okay. Okiku ist eine Samurai. Interessant. Meister Holden, hier spricht Gazelle. Lass mich los! Das Mädchen, von dem uns berichtet wurde, das welches den Pavian gezähmt hat. Ich habe sie in Verwahrung. Warum wollen sie Otama?
Eine gute Arbeit, sie dürfte uns nützen. Bringen Sie her. Ja, hier. Großer Bruder Luffy. Luffy, Luffy, Luffy. Sie schreit Luffy. Okay. Wir brechen ein. Lafitau. Leute, was? Wir steuern geradewegs auf den Bakura-Distrikt zu. Es ist das Hoheitsgebiet der Regierungsvertreter und Piraten. Ach, ziehen wir es durch. Warum sieht ihr so begeistert aus? Captain, es ist schrecklich, Captain. Oh, Law. Sieht man. Stroud und Lawana, sie sind auf dem Weg zum Bakura-Distrikt. Stroud, ja, ist in Wano. Warte mal, die ziehen das Chaos praktisch an. Darum sagen wir es dir. Wir müssen diese Idioten aufhalten. Ah, Captain. Die Allianz rückt vor. Okay, das war's schon wieder mit dem Kapitel. Ja, viel hätte nicht mehr gefehlt. Aber Law hat man jetzt gesehen. Die scheint da nicht begeistert zu sein, dass die da wieder Chaos anrichten. War für ein Zorn. Die beiden sind auch wirklich Unruhestifter. In der Bande. Okay. Gibt es sonst noch was zu sagen für diesen Kapitel? Also wir haben jetzt Okiku gelernt, die eine Samurai ist. Ich bin gespannt, welche Fähigkeiten sie so alles hat, wie man, ob man sie jetzt beim Kämpfen sieht und was sie so alles kann. Und was jetzt so in den nächsten Kapiteln noch passiert. Ja, ich bin jetzt noch bei gute 11, 12 Kapiteln zum Nachholen. Die werde ich dann schauen, dass ich die in 2 Wochen dann, wenn ich wieder Urlaub habe, nachhole. Dann habe ich wirklich vor, das in einem Livestream durchzuziehen. Also das so in mehrere Kapiteln. So 3 bis 4 mindestens hatte ich geplant. Aber ja, mir fehlt irgendwie die Zeit, dass ich mir da die anschaue. Eigentlich hätte ich vorgehabt, dass ich da mehr als nur ein Kapitel pro Tag, pro Livestream mache, aber so wie es gerade lief, ich glaube, letztes Mal lief mir die Zeit weg. Nein, da hatte es irgendein Übertragungsproblem gehabt. Da hat es OBS nicht richtig übertragen. Dann habe ich das Ganze als Video gehabt. Konnte ich auf YouTube hochladen und beim zweiten Mal war mittendrin ein Stromausfall, was es unterbrochen hat. Fand ich dann auch blöd. Danach hat sich dann irgendwie die Motivation verloren, dass ich da jetzt danach wieder weitermache, sobald ich den Strom wieder hatte. Aber jetzt habe ich ja nachgeholt, das bedeutet pro Kapitel ein Livestream. Hatte ich so eigentlich nicht geplant gehabt, aber gut. Jetzt könnten wir eigentlich noch so darüber reden, was wir könnten, machen könnten. Aber jetzt bin ich eigentlich mit dem Live-Welt schon fertig für heute. Ich schaue dann, dass ich wirklich die nächsten Spiele dann später irgendwann nachhole. Ob ich das jetzt als Video oder als Livestream mache, ist eigentlich fast kein Unterschied. Nur, dass ich nach dem Livestream halt das Video schon komplett habe auf dem PC. Das direkt auf YouTube exportieren kann. Deswegen ist es auch praktischer und ich könnte nebenbei auch mit Zuschauern interagieren. Deswegen werde ich das auch so machen, dass ich meine nächsten Live-Action auch wirklich live mache. Und nebenbei halt auch mit Leuten quatschen, wenn die Bock haben. Darüber. Aber ja, gut, ich gerade sowieso keine Zuschauer mehr habe, kann ich das eigentlich jetzt schon beenden. Was nur 15 Minuten gehen. Okay. Ja, war auch nur ein halber Kapitel. Aber gut, ich werde das jetzt beenden. Ich wünsche jenen, die sich das später noch anschauen werden auf YouTube, einen schönen Tag noch.
Und wenn Sie das irgendwie vom Bett gehen noch anschauen, dann wünsche ich denen eine gute Nacht. Aber ja, das war's jetzt schon wieder. Es ist 10 nach 4 und meine Eltern kommen so in 20 Minuten nach Hause. Da möchte ich eigentlich nicht lange mit mir selber reden vor der Kamera, weil das Unannehmlichkeiten führen kann, wenn meine Eltern einfach so reinplatzen und mit mir reden möchten. Mitten im Livestream. Also versteht ihr das hoffentlich, dass ich das jetzt eigentlich beenden möchte. Und nicht immer wirklich die Zeit habe für solche Livestreams vor der Kamera. Weil ich nur selten meine Ruhe habe vor anderen und alleine bin. Und da möchte ich schon gerne meine Ruhe haben und alleine sein, wenn ich da vor der Kamera livestreame. Wenn ich jetzt über PS4 streame, dann geht das ja eigentlich, weil ich da also so gesehen mehr Ruhe habe von meinen Eltern. Und dass so also spät abends sicher nicht irgendwie von denen genervt werde. Deshalb geht das halt, dass ich dann immer so spät noch über PS4 streame, spiele, wo man mich halt da nicht sehen kann, aber mich hören kann. Ja, gut. Aber sonst war es das. Vielleicht schaffe ich das in den nächsten Kapiteln, dass ich irgendwie meine Stimme etwas verstellen kann für die jeweiligen Personen, damit man das besser auseinanderhalten kann. Aber ich denke, für Verständnis halber kann man das verstehen. Meine Mutter ist jetzt schon zu Hause. Naja. Goodbye. Ich werde das Video jetzt einfach zweiteilen und das auf YouTube hochladen. Also die zwei Kapitel aufteilen in zwei Teilen. Also.